Berserk hat seit seinem ersten Erscheinen 1989 viele verschiedene Medien in unserer heutigen Populärkultur beeinflusst. Manche davon direkt und manche indirekt. Seien es andere Manga, welche danach erschienen und sich vom düsteren Setting, den Monstern und dem Detailgrad der Zeichnungen inspirieren ließen. Musiker, die die Atmosphäre auf ihre Weise einfangen oder, und das darf man auf keinen Fall vergessen, Videospiele. Etliche Spieleentwickler machen heutzutage keinen Hehl daraus, von Dark Souls oder Elden Ring der Firma FromSoft inspiriert zu sein. Und Dark Souls sollte am Ende sogar wegweisend für ein ganzes neues Genre der Videospiele, nämlich den der Souls-Likes sein. Doch was hat Dark Souls oder andere From-Software-Spiele wie Elden Ring nachweislich beeinflusst? Richtig, Berserk. Und im heutigen Video wollen wir dem Ganzen auf den Grund gehen. In welchen Bereichen genau hat Berserk Dark Souls oder Elden Ring beeinflusst? Ist das überhaupt bestätigt oder ist das nur eine Annahme, die viele Leute einfach treffen, da Miyazaki, der Hauptdesigner der Spiele, einmal gesagt hat, dass Berserk sich ganz oben in seinem Bücherregal befindet? In diesem Video finden wir es raus. Aber zuerst, ich weiß, ihr könnt es schon nicht mehr hören, aber vielen, vielen, vielen Dank für euren Support und checkt mal ab, ob ihr den Kanal schon abonniert habt, denn wenn wir bis Ende des Jahres 10.000 Abonnenten schaffen, droppe ich meine Top 50 Manga und die willst du bestimmt nicht verpassen, denn da ist sicher einiges dabei, was du noch nicht kennst und was ziemlich cool ist. Und noch eine kleine Sache, für dieses Video möchte ich meinem guten Freund Nox danken, der passionierter FromSoft Games Veteran ist. Auch ich liebe die FromSoft Games, aber er hat wirklich jedes dieser Spiele 10 bis 20 Mal durchgespielt. Und ich hätte mir keine bessere Hilfe für dieses Skript hier suchen können. Sein Twitch- und TikTok-Kanal sind in der Bio unten, checkt das also gerne ab. Danke, Homie. So, jetzt geht's aber wirklich los. Um herauszufinden, in welchen Bereichen genau Berserk nun Dark Souls und Elden Ring beeinflusst hat, müssen wir erstmal die Fakten checken und nachschauen, was genau Miyazaki offiziell jemals dazu gesagt hat. Gehen wir online auf die Suche nach direkten Aussagen Miyazakis, so finden wir tatsächlich hauptsächlich immer wieder Leute, die behaupten, Miyazaki wäre enorm inspiriert von Berserk, allerdings wenig Belege aus Interviews von ihm selbst dazu. Klar, hier und da sagt er, dass Berserk zwar ganz oben in seinem Bücherregal steht, aber das kann alles und auch nichts bedeuten. Aufschluss und der Lichtblick, auf dem wir dieses Video fußen lassen, ist ein Interview mit dem Dark Souls-Schöpfer, das 2015 auf der Gamescom in Köln mit PC Games geführt wurde. Yes, ein deutsches Magazin hat mein Video gerettet. So stellen PC Games nämlich ganz am Ende Miyazaki die Frage, wann er denn mal ein Videospiel zur Manga-Serie Berserk machen würde, woraufhin dieser entgegnet: Ich liebe Berserk und die Einflüsse davon sind wohl bereits seit dem ersten Dark Souls klar zu erkennen. Für Dark Souls 3 haben wir ja immerhin sogar einen Zweihänderangriff ins Spiel integriert, den Guts häufig benutzt. Allerdings habe ich als Fan wohl zu großen Respekt vor der Vorlage. Gameplay steht bei mir im Designprozess immer an erster Stelle. Erst wenn hier alles stimmt, konzentriere ich mich auf weitere Aspekte wie die Story. Bei Berserk ist diese mittlerweile schon so extrem umfangreich und ausgebaut, dass ich sie wohl kaum in ein offizielles Spiel packen könnte. Daher wird es auf absehbare Zeit wohl nur bei zahlreichen Anspielungen in Dark Souls bleiben. Auch im dritten Teil. So, da haben wir es schwarz auf weiß. Miyazaki bestätigt uns hier, dass schon seit dem ersten Dark Souls viele Einflüsse aus Berserk in die Spiele geflossen sind und sich das bis zum damals aktuellen Teil Dark Souls 3 durchgezogen hat. Bevor wir uns nun aber im Detail anschauen, was genau die zahlreichen Einflüsse unseres Lieblingsmanga auf unser Lieblingsspiel sind, wie sieht's eigentlich mit Elden Ring aus? Tja, hier ist die Sache leider etwas ernüchternder. Seit Elden Ring gibt es kein offizielles Interview, zumindest keines, das ich finden konnte, in dem Miyazaki den Einfluss von Berserk bestätigt. Ich meine, sind wir mal ehrlich, der Einfluss ist offensichtlich und das werde ich auch später im Video noch aufzeigen. Und warum sollte Miyazaki nach Dark Souls 3 beschlossen haben, dass Berserk auf einmal kein riesiger Einfluss mehr für ihn ist? Meiner Meinung nach hat er es in Elden Ring mit den Berserk-Anspielungen sogar auf die Spitze getrieben. Aber ich wollte hier einfach alles 100% klar halten und keine falschen Aussagen verbreiten, weshalb ich euch dennoch als Disclaimer sagen wollte, dass es hierzu eben nicht wie bei Dark Souls offizielle Quellen gibt. Jetzt, wo wir das trockene Ob geklärt haben, können wir uns der eigentlichen Frage des Videos stellen. Ich habe beschlossen, hierzu für ein bisschen Struktur ein paar Unterpunkte aufzuzeigen, in denen Berserk Dark Souls und Elden Ring klar inspiriert hat. Ich sag euch aber vorweg schon mal, ich werde jetzt nicht 3 Stunden damit verbringen, euch alle ähnlich aussehenden Kreaturen nebeneinander zu halten. Die Google-Suche könnt ihr gern selbst machen. Ich möchte eher etwas allgemeiner vorgehen, um meiner Nerven willen, denn es ist echt heiß. Wir teilen das Ganze also in 2 große Hauptpunkte, die Ästhetik, Welt und Atmosphäre der Spiele und die Charaktere sowie Teile der Geschichte. Fangen wir bei einem meiner absoluten Lieblingselemente aus den FromSoft Games an. Der Welt. Wie die Atmosphäre und Ästhetik in Berserk ist, wisst ihr, wenn ihr das Werk gelesen habt, sicher zu Genüge. Und wenn nicht, schaut euch gerne mein Video zum Worldbuilding von Berserk an, das ist an der Seite verlinkt. Alles in allem, kurz für die unter euch zusammengefasst, die Berserk gar nicht kennen und wegen Dark Souls hier draufgeklickt haben: Berserks verlassene Landschaften und Ruinen, seine Dämonen und Apostel, die in der Nacht lauern, seine extreme Darstellung von Hoffnungslosigkeit, horroresken Elementen, Brutalität, Leid und seine düstere Symbolik haben es zum Vorreiter des Dark Fantasy Genres in den modernen Medien gemacht.
Bei Zack selbst ist hierbei stark beeinflusst von Werken wie Herr der Ringe oder auch H.P. Lovecraft, aber dazu mache ich gerne irgendwann mal ein eigenes Video. Wie sieht es nun aber in Dark Souls aus? Die Welt von Dark Souls ist finster und deprimierend. Charaktere, denen man begegnet, sind entweder von Hoffnungslosigkeit geplagt oder geben sich Illusionen hin, dass die Großartigkeit vergangener Zeitalter zurückkehren wird. Auf seiner Reise schlägt man sich durch marode Burgen, die von der Zeit und diversen Schlachten gezeichnet sind und von Soldaten bitterlich verteidigt wurden, die schon lange nicht mehr wissen, für was sie eigentlich kämpfen. Sie gelangen in einen Zustand, der vergleichbar mit der Abkehr vom Menschen zum Dämonen hin in Berserk ist. Menschen, welche mit einem bestimmten Mal verflucht wurden, auch hier, ich muss es glaube ich gar nicht erwähnen, verlieren im Laufe der Zeit ihren Verstand und nicht zu guter Letzt ihre Menschlichkeit. Sie werden verloren umherirren und jeden angreifen, der ihnen unter die Augen kommt, ob Freund oder Feind. Auch hier können wir klare Parallelen zu einem gebrandmarkten Guts ziehen, der immer mehr droht, zu einem berserkerartigen Monster zu werden, umso länger seine Reise geht, dass seine Freunde irgendwann mit sich in den Tod reißen wird. Aber nochmal zurück zur Welt. Man durchquert Schluchten, die sich wie Narben durch die Landschaften ziehen und von Bestien bewohnt werden. Wälder, in denen Banditen lauern, auf der Suche nach dem großen Reichtum oder einfach nur für den Nervenkitzel der Jagd. Lichtlose Katakomben, in denen die Toten umherwandern und sich in Scharen auf die wenigen verbleibenden Lebenden stürzen. Versunkene Ruinen, heimgesucht von Finstergeistern, die Eindringlingen die Menschlichkeit stehlen. Giftige Sümpfe, auf welchen ein behelfsmäßiges Konstrukt gezimmert wurde, bewohnt von verseuchten Barbaren, Insekten und anderen Abscheulichkeiten. Alte Zivilisation, versunken im Magma, tief im Bauch der Erde, in denen die Überreste einer alten Dämonenrasse hausen, oder ein aschener See, durchzogen von uralten Wurzeln, bewohnt von einem uralten Drachen. Selbst die Stadt, in der einst die Götter wohnten, ist zu weiten Teilen verlassen, und ihr Bild von Großartigkeit ist nichts als eine Illusion, geschaffen von einer falschen Sonne. Ein letzter Versuch des einzigen Verbleibenden der königlichen Familie, den Schein der Großartigkeit zu wahren. Je länger man diese Welt durchschreitet, desto mehr breitet sich ein Gefühl der Hoffnungslosigkeit und Schwäche aus. Man geht jeden Schritt mit Vorsicht, aus Angst, der Kreatur hinter der nächsten Ecke nicht gewachsen zu sein. Die Verzweiflung ergreift ein, während man sich immer und immer wieder Wellen von Feinden entgegenwirft, in Aussicht auf ein baldiges Ende. Selbstverständlich kann man nicht jeden Ort der Dark Souls-Spiele in Berserk wiederfinden oder gar replizieren, allerdings sollte klar sein, worauf ich hinaus will. Diese Hoffnungslosigkeit, die die Welt dem Spieler, umso weiter man in ihr voranschreitet, vermittelt, zieht sich auch durch Berserk wie ein roter Faden. Denkt man in Dark Souls, man hat das Schlimmste hinter sich gebracht, wird man nach Anor Londo gebracht, um dort von dämonischen Kreaturen und Geschöpfen wie Ornstein und Smoke angegriffen zu werden, die sehr stark an viele Apostel aus Berserk erinnern. Falconia, die perfekte Stadt, die Griffith erschaffen hat, scheint ähnlich glänzend und perfekt wie Anor Londo zu sein, und auch hier überraschen uns in den Straßen auf einmal verzerrte, monstergewordene Menschen, die auch genauso in Anor Londo hausen könnten. Gwyndolin, die dunkle Sonne, die den Schein dieser prachtvollen, von Monster übersäten Stadt aufrechterhält, bietet nicht zuletzt dadurch und durch seine weibliche Optik den ein oder anderen Vergleich mit Griffith an. Und, ach ja, muss ich eigentlich noch was hierzu sagen? So viel zur Atmosphäre in den Dark Souls-Welten, aber wie ist es eigentlich mit Elden Ring? Elden Rings Welt ist vom Machtkampf geprägt und von etlichen über Jahrhunderte spannenden Schlachten zerrüttet. Dutzende Gruppierungen, die teilweise einst gemeinsam an einem Tisch saßen, versuchen nun die Oberhand zu gewinnen. Anders als in Dark Souls packt einen hier nicht das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, sondern viel eher der überwältigende Druck, in einen Konflikt hineingeraten zu sein, den man in seinem vollen Ausmaß nicht einmal versuchen braucht zu verstehen. Jede Region ist geprägt von den zahlreichen Unternehmungen, Macht zu erlangen und den nächsten Eldenfürsten hervorzubringen. Dabei geht es von weiten Graslanden und tiefgrünen Wäldern über von Fäulnis befallene Wildnis und einer weitreichenden Seenregion über ein in Gold getauchtes Hochland am Fuße eines riesigen Baumes, den wir genauso in Berserk auch schon gesehen haben. Aber ich bin ehrlich, der Weltenbaum ist nun wirklich kein neues Konzept und Berserk hat bestimmt kein Patent darauf. Ich wollte es nur anmerken. Umgeben von einer prächtigen Hauptstadt, deren beste Zeit jedoch schon vorüber scheint, sowie eine zerfurchte Vulkanlandschaft, die von Ketzern und Blasphemern bewohnt wird, und eine eisige Gebirgskette, in denen das letzte bisschen einer alten Flamme lodert. Hoch über den Wolken schwebt eine alte Zivilisation der Drachen, die jedoch dem unbeirrbaren Fluss der Zeit nicht statthalten konnte und langsam zerfällt. Und auch tief unter der Erde sind Überreste von alten Städten zu finden, unter einem falschen Nachthimmel. Ähnlich wie König Geiserichs untergegangenes Königreich in Berserk. Schaut hierzu gerne mein Video zum Totenkopfritter, das ist an der Seite verlinkt. Die Welt von Elden Ring ist lebendiger. Sie wirkt nicht verwahrlost und verlassen, aber traumatisiert vom Krieg. Es gibt weder Helden noch Bösewichte. Es ist eine Welt, die nach Jahrhunderten von Konflikt kurz vor dem Bruch zu stehen scheint, und man selbst kann entscheiden, welches Schicksal man für sie verwirklichen will. Setzt man den Zyklus des Eldenfürsten fort?
nimmt man das Alte und Fehlerhafte mit sich zu den Sternen, wo es keinen Einfluss mehr auf das Weltliche haben kann? Lässt man alles in Flammen des Wahnsinns untergehen oder reformiert man die Ordnung in Hoffnung auf ein Wiedererblühen des goldenen Zeitalters? Doch trotz dieser Offenheit erwarten uns auch in Elden Ring an allen Ecken und Enden Anspielungen auf Berserk. So finden wir beispielsweise mehrere Schwertfriedhöfe, ganz eindeutig in Hommage an Rickards Schwertfriedhof für die gefallenen Falken. Und nun ja, schaut euch einfach mal das Starter-Set der Klasse Gefangener an. Ich denke, es ist klar, worauf ich hinaus will. Generell vermittelt Elden Ring gerade in Gebieten wie Limgrave oder Caelid starke Berserk-Vibes. Das erstmal zur Atmosphäre der Welt in den FromSoft Games und Berserk. Aber wie sieht's eigentlich mit den Charakteren aus? Haben wir hier vielleicht sogar noch mehr direkte Referenzen auf Charaktere in Dark Souls oder Elden Ring wie Guts oder Griffith? Schauen wir uns das an. Nun, die Gefangenenklasse in Elden Ring habe ich ja schon erwähnt. Aber schauen wir mal weiter. Mein absoluter Lieblings-FromSoft-Charakter ist nicht nur optisch eine klare Anlehnung an Guts in seiner Berserker-Form, sondern wir finden bei Artorias, dem Abgrundschreiter, noch einige weitere Inspirationen, welche mutmaßlich von Guts übernommen wurden. Beide kämpfen einen Kampf gegen das sich immer weiter ausbreitende und scheinbar unaufhaltsame Böse, wobei Artorias Geschichte in einer Tragödie endet und er beim Versuch, den Abgrund einzudämmen, scheitert und letzten Endes von ihm verschlungen wird, während Guts Ende noch offen ist. Beide Charaktere sind Krieger, die viele Assoziationen zu einer wolfsartigen Bestie haben. Artorias durch seine Gefährtin Sif, welche im Kampf gegen sie ironischerweise auch ein übermenschlich großes Schwert schwingt, und Guts durch die Bestie in ihm, die regelmäßig versucht, ihn zu übernehmen und ihm Kraft spendet, wenn er am Ende ist. Zugegeben, Artorias und Sifs Beziehung ist nicht vergleichbar mit der von Guts und seiner inneren Bestie, allerdings ist es zumindest visuell eine klare Gemeinsamkeit. Zu guter Letzt haben beide eine schwere Verletzung an ihrem linken Arm erlitten, weshalb Artorias jenen im Kampf gegen ihn gar nicht verwenden kann, während Guts gar keinen linken Arm mehr hat. Spannend ist auch hierbei nochmal den Abgrund in Dark Souls zu beleuchten. Er ist zwar von der Funktionsweise nicht wirklich vergleichbar mit dem kurzen Tor in die Schattenwelt, das während der Eklipse geöffnet wird, aber die Stimmung und die Optik, die im Abgrund aufkommen, sind ganz klar mit denen zu vergleichen, die den Leser während einer Eklipse in Berserk überkommen und einfangen. Doch auch in Elden Ring finden wir in Blight einen Charakter, den wir klar mit Guts vergleichen können. Einen wortwörtlichen Wolfskrieger, bewaffnet mit einem riesigen Schwert, der zum Ende hin ebenfalls seinen Verstand verliert. Das alles wird meiner Meinung nach aber noch besser in Szene gesetzt durch die nächste Referenz in Elden Ring, Rani. Dass ausgerechnet Rani ein Charakter ist, der so eng verbunden mit dem Wolfskrieger Blight ist und dabei eine kleine Hexe mit einem überdimensionalen Hut ist, ist schon ziemlich auffällig. Shilkes Einfluss auf Guts in seiner Berserkerrüstung und ihre permanente Connection mit ihm, um die Wolfs- bzw. Hundebestien ihm zu unterdrücken, erinnern stark an Rani und ihren untergebenen Blight. Klar ist deren Verhältnis ein ganz anderes als Guts und Shilkes, aber zumindest die Inspiration ist hier meiner Meinung nach deutlich zu sehen. Und wir reden ja auch über Einfluss und Inspiration und nicht über einfache Kopien. André von Astora, ein Schmied in Dark Souls, gibt uns genau wie Godo wenig über seine Vergangenheit preis. Aber die Tatsache, dass er ein Schmied ist und, naja, so ziemlich genauso aussieht wie Godo, sowie seine etwas verschrobene, wortkarge Art, sind schon mehr als offensichtlich. Es gibt noch einige, vor allem designmäßige Einflüsse, die wir aus Berserk in Dark Souls Charakteren oder NPCs finden. Aber über einen letzten Charakter möchte ich noch sprechen, da er auch bei unserer Recherche nie wirklich erwähnt wurde. Nephilee Lu aus Elden Ring. Bei Nephilee sehe ich wirklich viele Parallelen zu Kaska, vor allem weil Nephilee auch ein sehr ausgeführter Charakter ist. Nephilee ist eine Kriegerin des Sturms und von starker Willenskraft und einem eisernen Sinn für Gerechtigkeit geprägt. Auch vom Äußerlichen ist da eine gewisse Ähnlichkeit, beide haben dunkles Haar und Hautfarbe, die wir nicht abstreiten können. Außerdem werden beide von einer Figur, die sie respektieren und sogar verehren, hintergangen und traumatisiert zurückgelassen. Wobei Nephilee zwar keine Gewalttat widerfährt, aber ihr dennoch der Wille zum Weiterkämpfen und der Glaube in alles, was sie für wahr hielt, erschüttert wird. Und beide haben eine Assoziation zum Falken. Kaska einmal zur Bande des Falken und für Nephilee ist es ein Tier aus ihrer Vergangenheit. Und man kann ihren Lebenswillen wieder entflammen, wenn man ihr die Asche des Sturmkönigs gibt. Ein riesiger Falke. Führt man Nephilees Questline zu Ende, kann man also eine deutliche Parallele zu Kaska ziehen, welche sich im Phantasia-Arc wiederholt hat. Klar, es gibt auch hier wieder mal vieles, was anders ist, aber wie gesagt, die Inspiration sehe ich, um ehrlich zu sein, schon. Es gibt noch einige bestätigte oder unbestätigte Referenzen. So hat Miyazaki selbst einmal Siegmeyers Rüstung mit der von Bazuzo aus Berserk verglichen und gesagt, sie sei davon inspiriert. Oder der Taurus-Dämon und der Mondlichtschmetterling, welche zumindest optisch stark Zod und Rosine in ihren Apostelformen ähneln. Die Liste ist lang und wie schon gesagt, sind wir bei unserer Recherche noch auf zahlreiche andere Interpretationen vieler anderer Leute im Internet gestoßen. Beispielsweise eine Connection von Zod und dem alten König Doran aus Demon's Souls. Oder Manus, dem Abgrund und der Godhand. Denn Manus heißt übersetzt und er ist der Herr des Abgrundes, wie die Idea of Evil aus Berserk im Abgrund lebt und
ihr versteht schon. Oder Fanice und Irina von Karim aus Dark Souls 3. Manche vergleichen auch Skull Knight und Gale aus Dark Souls 3 miteinander. Aber für diese Sektion habe ich mich bewusst dafür entschieden, nur die Interpretation reinzunehmen, die wirklich stichhaltig und verdammt offensichtlich meiner Ansicht nach war. Bei allen anderen war ich nicht hundertprozentig überzeugt, sondern eher so 70-80%. Vielleicht fallen euch aber noch mehr Charaktere ein. Falls ja, schreibt es super gern in die Kommentare. Das fände ich nämlich mega spannend. Wie bereits erwähnt, gibt es etliche Dinge, die wir in Miyazakis Spielen finden können und die seine große Bewunderung für Miuras Manga-Meisterwerk aufzeigen. Ihr merkt, auf die Geschichte der Spiele bin ich zum Beispiel gar nicht wirklich eingegangen. Und Bloodborne sowie Sekiro habe ich auch nicht erwähnt, obwohl es auch hier viel zu entdecken gäbe. Ein kompletter Deep Dive würde uns sicher auf eine Videolänge von über 3 Stunden und mich auf eine Arbeit von ungefähr 1 bis 2 Monaten schmeißen. Und die Zeit und Energie habe ich leider nicht, weil ich immer noch arbeiten gehe. Klingt aber nach einer coolen Idee für ein 100.000 Abo-Special irgendwann in ferner Zukunft, wenn wir das in 8 Jahren mal geschafft haben. Eins ist mir alles in einem noch sehr wichtig zum Schluss. Mir war nie daran gelegen, euch das Gefühl zu geben, FromSoft-Spiele seien uninspiriert oder hätten einfach geklaut. Und ich wollte euch auch gar nicht alles aufzeigen, was es zu finden gibt. Geht selbst auf die Suche, ist eh viel spaßiger. Ich wollte lediglich einem meiner Lieblingsspiele-Franchises und meinem absoluten Lieblingsmanga ein gemeinsames Video widmen und dem ein oder anderen vielleicht klare Parallelen aufzeigen, die er vorher noch nie so gesehen hat. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Miura durch Berserk nachhaltig bis in die heutige Zeit alle möglichen Medien beeinflusst hat. Und die düstere Atmosphäre, die grotesken Gegner, die tiefgründigen Nebengeschichten einzelner, verlorener Charaktere zeigen uns, wie stark und zeitlos Miuras Einfluss wirklich war. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir doch super gern ein Like oder einen Kommentar da, das würde mir wirklich helfen. Oder empfiehl es deinen Freunden, die vielleicht große Berserk oder FromSoft oder im besten Fall sogar Fans von beidem sind. Damit würdest du mir wirklich sehr helfen. Vielen Dank nochmal an meinen Homie Nox für sein endloses Souls-Wissen. Ich hau jetzt mein New Game Plus von Dark Souls 1 rein. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ciao.